moeilijkte, hè? Ja. Ja. Staat ze zo op? Hup, je weet het toch nog? Van niet dat kan niet. 20 jaar zijn genoeg. Je gaat eindelijk zat, zat, zat. Ik speel niet meer langer dat topo voor de kalli. En lezen zijn die zwakke spruchen af. Ik heb kunt. Enzovoort en onwiderruflich. Seit 20 jaar verspricht mir de kalli dat ik endlich een Zunftmeister werde. En alle 2 jaar tut er mich vertrösten. En jetzt macht er zich als Kanuff-Präsident aus dem Staub en laat mich hocken. Mira, er heeft mir versprochen, dass ich sein Nachfolger werde als Präsident. En damit die beste Voraussetzungen hat, der nächste Zunftmeister zu werden. Aber nein, als het ernst geworden is, heeft er den Schwanz eingezogen. En ook de Strombühler unterstützt. Schwachstrom is dat gar niet. Schwachstrom. Maar jetzt is het goed runter. Ik ben op dat zweiklassige Schreiberling angewiesen. Ich habe gestern ein lukratives Angebot bekommen. Für einen Transfer zu den Felsenbrünzler. Und wenn der Galli mir nicht frei gibt, kann ich sogar einen Weg aufbrüchen. Als Brünali von der Käppalimat. Aber der Galli klammert. Er kann sich einfach nicht lösen von mir. Und schikaniert mich seit Stunden. Mit Hassmails und Telefonterror. Und er hat mir furchtbare Folterungen angedroht. Er wollte mich an meinen langen, schellen Unterohren als neue Städtedekoration aufhängen. Aber ich werde nicht weich. Ich. Papa! Ich... Wo ist die kleine Papa? Ich habe satt. 20 Jahre sind genug. Basta. Ja, aber wie kannst du mir das antun? Ist doch immer so lustig gewesen. Du dich vielleicht. Aber für mich sicher nicht. Oder wenn du meinst, das hätte Spass gemacht. Stundenlang die Waffe zu hocken. Weiberkleider anlegen. Auch die Schminken drin. Und der ganze Abend ist gar nicht rumlaufen. Ja, und die gewunden. Lach nicht so blöd. Die hat so Lust gefunden. Aber ich kann sicher nicht. Ja, nicht das verdient, Steffen. Ich, wo viele Sprüche lieben und an Schmerzen geboren. Jetzt kannst du doch noch einmal bitte
Nase gut. Aber nur, wenn du sofort wieder normal schnorrst. Und noch, weil du plötzlich aufhörst, mich so doof zu bemuttern. Gut. Gesprochen. Eigentlich sind wir voll im Trend mit unserem Rücktritt. Ja, der Brunner und der Bacher wollen auch nicht mehr. Der Brunner will wieder bauen. Dann können wir mit jedem subventionierten Holzzaun, den er aufstellt, mehr verdienen als das ganze Jahr als Parteipräsident. Die SVP hat ja jetzt einen Rösti an der Spitze. Fällt nur noch Bratwurst dazu. Das ist alles etwa, ein scheint schon ein Pony gemetzelt. Ja, ein Einkaufspony. Nein, nein, Jan. Ostergross irgendwie, das arme Tier ist im Blatt vor der Karre gefahren. Der Seppi hat sicher gemeint, das sei ein Wildzug. Also Schwarzwild. Ja, und Schwarze können nicht, wenn der Seppi denkt und peng. Wird der Seppi jetzt ausschaffen? Nein, nein, der Seppi kann nicht ausschaffen, das ist ein Eidgenoss. Seine Ulane hat schon den Leutenschwur fotografiert. Und der berühmte Leserbrief, das scheint nichts anderes. Und der berühmte Bundesbrief, das scheint nichts anderes als der erste Leserbrief von einem Schaller. Aber Strafe muss sein. Der Seppi muss seine Sünde im Ursprung büssen und ab sofort bei den Moorstreckeln mitmachen. Es hat noch viele weitere prominente Rücktritte gegeben letztes Jahr. Vor allem noch bei der FIFA. Ja, ja, der Sepp. Das sind die letzten Worte von dem Depp. Liebe Fußballfreunde aus Sauerwalden, mein Ziel ist es, immer gesehen, um Fußball zu dienen. Ich habe mich um die Zeit von meinem Leben selbstlos immer nur für den Fußball eingesetzt. Umso trauriger stimmt mich die Kampagne, die gegen mich ist gelaufen. Das ist traurig und schade für den Fußball und die ganze Fußballfamilie. Ich habe in meinen 34 Jahren als Generalsekretär und Präsident von der FIFA immer noch im Prinzip Ihre gehandelt. Analysieren, optimieren, minimieren, korrigieren, rationalisieren, umstrukturieren, repräsentieren, antichambrieren, integrieren, kommandieren, durchstieren, schmieren und abkassieren. Das hat da viele Jahre gut funktioniert und auch rentiert. Aber jetzt mag ich nicht mehr. Die traurigen, hinterhältigen Anwürfe der letzten Tage und Monate haben auch meiner Gesundheit geschadet. Ich leide unter einem hartnäckigen Katar. Darum sind ich mir gezwungen, von meiner liebgewonnenen Antilie von der FIFA zurückzutreten. Ich gehe heim, am Brief, ins Wallis. Danke. Traurig, traurig. So richtig glaube ich aber nicht, dass der Sepp wirklich zurück hat. Ja, nein, der Sepp wird neuer Präsident vom Club 85. Ha? Ja, ja, die Donatoren haben ja den letzten GV, den Präsident. Bist du, hey, gerade was gestürzt? Weil der eigenmächtig 500 Franken zu viel ausgegeben hat. Stell dir mal vor, 500 Franken! Das sprengt ja alle Dimensionen in diesem neuen Fußballgeschäft. Der Fahrlehrer von Wiu macht jetzt den Job. Eine saubere Sache. Eine saubere Sache. Ausgerechnet der VW-Fahrer, hä? Bei der VW musste der Beatpass auch gehen. Und hat noch eine kleine Abfindung bekommen. Auch etwa die Grössenordnung von 500 Franken oder so. Der Altbissenbächler schämt sich scheinbar dermassen wegen dem VW-Skandal, dass er jetzt mit dem Subaru rumfährt. Auch für die Wittmer Schlumpf heisst es Ade sagen. Dafür haben wir jetzt neu einen Parmesan im Bundesrat.
Immer noch besser als ein Globi oder ein Quäsi. Schäli Won ist auch zurückgetreten. Aber Felicitas hat wohl nicht geschafft, die Frau Stopfi. Das sind halt die Auswirkungen, wenn ein Knöffler wie der Füngerlobby an der Macht ist. Die Regierung wird zu einer reinen Mannenzunft. Der Wieniker ist ja auch bei Safranzunft. Nur hat die mehr Geld als der Kanton. Aber die absolut mehr Leute haben es noch nicht in der Regierung, die Zunft. Nicht jeder Lohn ist auch ein Zünftiger. Apropos Zunft. Knöffler hat mit dem Menz-Cäsar einen Pensionär als Gesell aufgenommen. Darum muss die Zunft nach 125 Jahren ihren Namen ändern. Wie heisst sie jetzt? Alter mit Zukunft. Naja, wir sind auch gerade ja Zukunft. Wir bauen schon wieder ein neues Hotel, das wir hier im Schlossfeld haben, gell? Längt denn die Kapazität von Peter und Paul im Sportrockkunden nicht? Ja, grundsätzlich schon. Aber wir bauen halt weitsichtig. Nach dem System Gotthard. System Gotthard? Ja, weil ich so denke, aber jetzt an die Zeit, wo das Peter und Paul muss saniert werden. Bis dann müssten die Betten im Schlossfeld noch bereit sein. Dann haben wir den zwei Sporthotel. Aber wir füllen sie nur hier zur Hälfte. Voilà. So, bringen wir es hinter uns. 20 Jahre sind genug. Fertig lustig, es ist kein Lug. Wieso ist langweilig geworden. Alle Söhne, Süsche sind gestorben. Güsselabfuhr, fahrt in das Quartier, Feuerwehren trinken gemeinsam ein Bier. Stadt und Land sind 10 Jahre vereint. Höchste Zeit für eine neue Gemeinde. Wo noch gekehrt wird, ohne Stil, zwei Wäne und Segel zu weinen. Und setz uns nicht gefallen bei den Ruchen. Auf Grosswangen gehen wir. Gehst du Rixli besuchen. Aber bevor wir wieder zurückkehren, wollen wir uns noch bedanken in all unseren Lieblingssujets von den letzten 20 Jahren. Jawohl, wir machen das Kirchgesangsbuch seit 832. Die sogenannte Dankeslitanei. Der Refrain heisst einfach statt Ora pro nobis, würde ich dann einfach singen. Wir danken von Herzen. Es ist übrigens das erste Mal, dass wir zusammen singen und wahrscheinlich auch das letzte Mal. Dankeschön, Schalle Seppi und Rudi Frey und der ganze Fasnachtspartei. Wir danken von Herzen. Dankeschön, der Grüne, der Schwarze und der Rote. Für alle unfreiwillig komische Voten. Wir danken von Herzen. Dankeschön, der Schulpflege. Zuerst drei, dann zwei, dann eine. Und bald schon geht's von denen Bildungsheini keine. Wir danken von Herzen. Dankeschön, unsere liebe Frau Medi Schwägler-Beck, dem rastlos wandelnden Städtli-Blick. Wir danken von Herzen. Dankeschön, den vereinigten Städtli-Krämer, den Goldschätz und all ihren heiligen Parkplatz. Wir danken von Herzen. Dankeschön im Fausto und der Vereinigten Pizza Mafiosi und alle Beizen, wo immer noch da sind. Wir danken von Herzen. Dankeschön. Ein besonderer Dank unserem Lieblingssujet Trix. Ohne dich wäre die Wilisauer Fasnacht nix. Wir danken von Herzen. Dankeschön unseren Coiffeusen Maggie, Heidi, Vreni
Und Gabriela, obwohl's manchmal furchtbar hat Rita. Wir danken von Herzen. Dankeschön, im Aronet Rübi, für unsere Homepage ohne Pannen. Und euch allen, ihr lieben Frauen und Männer, wir danken von Herzen. Hey Mann, aber gehört unser grösster Dank an Rüdiger Krampfer, topfit und schlank. So kräftig und breit wie ein Eichenschrank, 20 Jahre bei Tattoo und ist kein Tag krank. Er ist unser Bier, Wein und Wassertank, dank ihm finden wir jederzeit den Dank. Er ist so verlässlich, eine wahre Bank. Im Hans-Peter Siedler sei tausendmal Dank. Danke so happy! So, jetzt für Sie zum Adi sagen. Steffen! Steffen, was hast du mir denn antun? Ich war unter Schmerzen seit 20 Jahren mit dir am Fasselkuchen. Das kann ich nicht einfach machen. Hör auf mit dem Theater. Es wird Zeit, dass wir unseren treuen Fans endlich sagen, warum wir das nächste Jahr nicht mehr können versprechen. Gut, ist schon so. Oh. Und jetzt kommen wir langsam ins Alter. Und wir müssen auch gewisse Vorsorge treffen für unseren Lebensraum. Und von dem Hungerlöhnchen, der uns die Zunft zahlt, können wir mal meine Fisur zahlen. Darum haben wir jetzt nicht einfach Nein sagen, wo wir das lukrative Angebot bekommen haben. Nicht von den Fersenbrünzler, nein. Ich kann nicht gerade zu den Rätschreiber gehen. Nein, aber im Jahr 2017 heisst es beim Schweizer Fernsehen am Sonntagabend nicht mehr Giacomo und Müller, sondern Stali und Steffen. Stali, Steffen, Stali, Steffen, Stali, Steffen. Speziell schnell.